Die Vase hier kostet über 250 Euro und ich weiß, dass die so viele von euch so hässlich finden werden, aber es ist einfach meine absolute Traumvase. Ich war gerade in einem Blumenladen und zufällig war die Vase da komplett im Sale, deswegen habe ich die über mitgenommen. Dazu hat sie mir dann noch Blumen geschenkt, weil ich habe nämlich nicht nur die Vase gekauft, sondern auch noch eine andere, die hier auch noch drin ist. Die packen wir auch noch zusammen aus. Leute, ich weiß nicht, ob ich alt werde, aber Leute, guck mal bitte. Blumen machen mich so glücklich. Hier ist die erste Vase. Die war nicht ganz so teuer, aber die hat trotzdem 20 Euro gekostet. Hinstellen kann. Guck mal bitte, wie schön das aussieht, wenn die so da hinten steht. Süß, oder? Jetzt kommen wir zu der teureren Vase, die ich einfach im Sale geschossen habe. Leute, ihr glaubt nicht, für was für einen Preis ich die gekauft habe. Und ich sag euch den am Ende, weil ihr müsst auf jeden Fall zu dem Laden rennen und euch auch diese Vase kaufen. Die ist so schön. Ach so, für eine andere Vase, die ich übrigens schon habe, habe ich ja auch noch mal Blumen gekauft. So Tulpen, die waren fast teurer als die eine Vase da hinten. Die haben nämlich 15 Euro gekostet. Aber guck mal bitte, wie schön die sind. Die sind alle noch zu, deswegen halten die so lange. Okay, zurück zu der Vase. Ich habe mir einfach eine Vase gekauft mit ganz vielen kleinen Zitrönchen. Guck mal, das sind alles kleine Zitronen. Die kann man alle anfassen für 54 Euro im Angebot. Findet ihr es noch teuer für eine Vase oder findet ihr es okay? Und wie schön findet ihr die 1 von 10? Ich bin so verliebt.